Diablo. In der GOG-Variante. Wow, what can I do for you? Hello, my friend. Stay a while and listen. Joa, im Prinzip brauchen wir gar nicht gucken, ob es was zu kaufen gibt. Es gibt auf jeden Fall schon mal das, das Quest mit dem verschmutzten Wasser in Akt 2. Akt 2. Level 2. Und offensichtlich auch den Butcher. Please, listen to me. The Archbishop Lazarus. He led us down here to find the lost prince. Bastard led us into a trap. Now everyone is dead, killed by a demon he called the Butcher. Avenge us! Find this Butcher and slay him, so that our souls may finally rest. Wird gemacht, wird gemacht. So, mal sehen, was hier so gibt. The sanctity of this place has been fouled. Was da wohl drin ist. Puh, Oh, da geht's. Ich würde gerade sagen, da geht's runter, aber das stimmt gar nicht. Hey, bleib stehen. So, das ist jetzt nicht das Ideale, aber können wir mal anziehen. Wir haben 1 bis 8, 2 bis 6. Ja. Gerne lieber was mit mehr Basisschaden, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. So, ja, jetzt sind wir gleich Level ab. Zack. Da war der Treffer. So, ich habe mal nichts auf Magic getan. Ich wollte eh nicht zaubern. Ab und zu vielleicht mal später einen Punkt. Mal gucken. Sogar schon Full Mana Potion. So. Na, Rüstung ist schon kaputt. Der war eh schon. Kurz vor Ende, als wir sie gefunden haben. Jetzt ist er ganz kaputt. So, was haben wir hier? Na. So, da hinten ist noch mal eine Tür. Da müssen wir noch durch. Mal gucken, was dahinter ist.
Also hier in Tristram ist schon einiges in Unordnung. Der Magical Shrine hat uns jetzt eben ein Mana Shield gegeben. Wie man ja auch an dem in der Sphäre über dem Kopf sieht. Oh, ein Stab. Schön. Das gibt Geld. Und Scroll of Identifier. Noch eine. Jetzt läuft es aber. Healing. Nochmal Identifier. Wenn ich mal so viele magische Items finden würde wie. Wie, jetzt wird aber gleich voll im Inventory. Ist da irgendwas magisches bei? Ne. Das ist schon wieder Schluss. Müssen wir wieder zurücklaufen. Und wieder ein Level Up. Wunderbar. Und noch ein Bogen. Jetzt ist das Inventory auch voll. Da ist jetzt zu Level 2 runter. Das ist ja direkt dabei immer. Sehr schön. Aber wir gehen erstmal in die Stadt gleich hoch. Ich guck mal gerade. Ah, das ist jetzt schon Mist, ne? Hm. Schwupp, nehmen wir einen Decker stattdessen mit. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob der mehr Geld bringt. So, Level 1 ist gleich geklärt. Bisher aber irgendwie nichts Interessantes gefunden, was uns wirklich weiterbringt. Basiswaffen, alles ohne nichts Magisches. Ziemlicher Mist, ehrlich gesagt, bisher. Oh, da sind wir voll jetzt.
Okay, der Weg zu Level 4 ist noch weit. Haben wir noch ein paar. Wahrscheinlich geht das jetzt gleich, wenn wir eine Ebene tiefer sind, ein bisschen schneller. Aber hier kommen wir nicht weit. Holy, was macht der Holy nochmal? Wo hat er mich jetzt hinge... Ja, das hat's ja gebracht. Danke für nichts. So, ist da noch irgendwas? Nee. Jetzt haben wir nur noch ein letztes Eckchen unten nicht mehr, noch nicht gemacht. Und dann können wir erstmal oben in die Stadt zurückgehen. Mal schauen, was jetzt an Geld rumkommt bei. Aha. Wenigstens mal etwas. Können wir direkt mal nutzen. Zack. Sturdiness. Na ja, ja gut. 6. Keine echte Steigerung, ehrlich gesagt. Das ist eigentlich alles ziemlicher Mist. Ah, der ist auch magisch. Oh. Den nehmen wir natürlich mit. Too much baggage. Ich kann beide Wege nehmen, okay. Bisschen wirr gerade. Oh, das ist noch ein Raum, wo ich nicht drin war. Oh. Too much baggage. Stellt sie aber auch an, nicht? Will ein großer Held sein oder kann er das nicht mehr mitnehmen? So, jetzt müssen wir gerade gucken. Also die können wir jetzt einfach anziehen. Ach, die ist schon Schrott. Echt. So, gut, können wir eigentlich auch direkt identifizieren. So, Readiness, also ist ja auch wirklich alles herzallerliebster Schrott. Wirklich. Lässt ihn ja anders sagen. So, da müssen wir gleich runter. Da gibt es einiges zu tun in dem Level. Oh, stay a while and listen. Ah, ich kann eigentlich direkt zur Hexe gehen. Hallo Hexe, wo ist deine Brücke? Da. So, mal sehen, was die mir für meinen Kram hier gibt. Search of Answers. Zack. 250, 117. Full Mana Potion können wir verkaufen. Book of Firebolt können wir verkaufen. Da muss doch noch irgendwo eine Mana sein da. Ja, das hat sich doch gelohnt. Wahrscheinlich mehr als den Rest, den ich... dabei habe. So, jetzt könnte ich mal 3 Potions, könnte ich mir gut noch kaufen. 3-4 Potions. Und mal schauen, was hier der Crystal so hat. Wow, what can I do for you? Sure. Was gibt's? Oh, und, oh. Eieiei. Da bringt ja richtig Geld. Ja. Nicht so wirklich. So, was gibt's denn? 4 bis 8.
Das ist ja schon mal ganz in Ordnung. Ist ja das, was ich angesprochen habe. Niedriger da auch nochmal. Dann auch noch Resist Fire. Aber das ist ja sehr teuer dann schon. Eieiei. 16 Hitpoints mehr ist auch nicht verkehrt. Hm. Also das lohnt sich vielleicht sogar tatsächlich. Den nehme ich mal. Vielleicht gibt es aber doch auch mal eine einfache Rüstung oder sowas. Was haben wir denn? Ja, Leder und vielleicht irgendwie was für auf den Kopf. Da das nicht immer so weh tut, wenn man einen drauf kriegt. Hm. Nee, Buckler. Nix. Nö, höchst. Zack. So. Pepin, wie sieht's aus? Oh. Our wells have become brackish and stagnant, and some of the townspeople have become ill drinking from them. Ooh. Our reserves of fresh water are quickly running dry. I believe that there is a passage that leads to the springs that serve our town. Please find what has caused this calamity, or we all will surely perish. I'll do my very best. What ails you, my friend? So, einmal Heilung, dann ein paar davon. So. Oh Mann, vielleicht hat der Kane ja auch Ahnung davon. So. Seems that the Archbishop Lazarus goaded many of the townsmen into venturing into the labyrinth to find the king's missing son. He played upon their fears. And whipped them into a frenzied mob. None of them were prepared for what lay within the cold earth. Lazarus abandoned them down there, left in the clutches of unspeakable horrors to die. Hmm. I don't know what I can really tell you about this that will be of any help. The water that fills our wells comes from an underground spring. I have heard of a tunnel that leads to a great lake. Perhaps they are one and the same. Unfortunately, I do not know what would cause our water supply to be tainted. Hm. Wenn der Kane schon keine Ahnung hat, was sollen wir dann machen? Dann geht's wohl zurück in den Dungeon. Gehen wir mal eine Etage tiefer und gucken mal, wer da so rumhängt. Hat auch immer noch keiner eingesammelt. So. Einmal runter. Och, ja. Ein, zwei Gegner noch, dann sind wir auf dem nächsten Level. Damage 7 bis 11 jetzt. Auf jeden Fall gibt es hier genug Sachen. Oh, da ist ja schon einiges los. Erst den Scavenger. Vielleicht reicht das sogar schon. Ja, super. Und ein paar Hiddens. Sonst gibt es hier aber nichts in dem Raum. Falle. Divine. Wenn ich mich dran erinnern könnte, was die jeweils machten. Das. Drink and Beer, das ist, ich meine, das klingt erstmal gut. Aber mit den Schreien muss man ja ein bisschen vorsichtig sein, falls ihr das ja noch nicht gespielt habt. Denn einige von denen transferieren auch dauerhaft Attributpunkte. Von einem auf ein anderes Attribut.
Was durchaus ja unpraktisch sein kann, wenn man, wie ich jetzt zum Beispiel, gar nicht auf Magie geht und dann auf einmal Punkte auf Magie landen, die man vorher da ist schon mal die, so, da ist die Passage für den Dark Passage. Für das Wasserding. Ich weiß aber nicht, ich würde lieber noch ein Level Up haben, denn da gibt es diese Ziegen, die Ziegentypen normalerweise drin, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ah, da haben wir noch ein Level Up. Und die hauen doch zumeist rein. Ich mach mal, glaube ich, ein bisschen mehr hier auf. Da taugt ja nichts. Glück gehabt. Town Portal, das ist doch schon mal schön. So, dann sparen wir uns da schon mal ein bisschen Weg. Vielleicht noch eine Town Portal wäre nicht schlecht. Healing. So. Ja, ich weiß gar nicht, ist der Butcher auf der Butcher auf Level 2 oder auf Level 3? So lange nicht mehr gespielt, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Da ist er, glaube ich. Ja, das ist der Raum vom Butcher. Also auch Level 2. Ich sag ja, doch ein voller Level hier. Gibt einiges zu tun. Jetzt müssen wir erstmal drumherum aufräumen, falls wir... wir werden ja mit Sicherheit weglaufen müssen gleich ein bisschen. Und dann schauen wir mal. So, da geht's auch zur 3 runter. Sehen, dass hier alles drumherum frei ist von anderen Monstern. Dass wir da nicht noch in... auf der Flucht in irgendwen reinlaufen, der uns dann fertig macht. Da ist nochmal einer. Und nochmal eine Potion. Die können wir sicherlich auch gleich gut gebrauchen. So, na dann wollen wir mal versuchen. Es gab tatsächlich da auch eine Filmsequenz zu, die... die ist aber im finalen Spiel nicht gelandet. Man kann sich ja die Videosequenzen extrahieren lassen aus den Files und da gibt es eine Butcher-Sequenz. Fresh Meat. Na nun, komm. Oh. Einmal habe ich ihn jetzt, glaube ich, getroffen. Nach zwei, dreimal. So. Boah, was hat er denn für eine Angriffsgeschwindigkeit? Boah, ist die Rüstung kaputt. Ach, Mensch. Ich komme auch nicht weg. Kann ich den hier? Da gab's. Nein! Oh! Eilig, eilig. Schild ist auch alles im Acker gleich. Ah. Das ist gut.
So. The Butcher's Cleaver. Da ist er. Was für ein Gerät. Ja, Leute. Alles kaputt. Buckler kaputt. Rüstung kaputt. Aber noch genug, Potions dabei. Allerdings wäre es wahrscheinlich schon besser. Wir hätten eine richtige Rüstung am Start. Und nicht nur so ein Ding hier. Ich meine aber, wir hätten irgendwo hier noch ein Schild hätte irgendwo rumgelegen. Habe ich irgendwie ein Schild müsste doch hier aufzutreiben sein. Suchen wir uns mal einen neuen Schild. Und wenn wir den haben, dann gehen wir mal noch die Dark Passage besuchen. Dann müssen wir auch gar nicht erst das Town Portal benutzen. Lohnt sich eigentlich sowieso nicht. Man kann doch von hier relativ flott immer noch zu Fuß hoch. Nur wenn wir dann doch schon drin sind in der Dark Passage und es brauchen, dann sollte man das Portal benutzen. So, was sagt denn hier meine... Oh ja, dauert auch nicht mehr lange bis zum Level Up wieder. Zack, okay. Ja, machen wir da oben noch, räumen wir da oben noch ein bisschen auf. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wo ich den jetzt eben umgehauen habe mit dem Schild. Aber dieser Metzger-Typ, der, Mann. Das Problem war einfach die Angriffsgeschwindigkeit. Hatte ich jetzt eigentlich ein Town Portal, Healing. Ja, bringt mich überhaupt nicht weiter. Jetzt, wo ich sie brauche, sind keine Scrolls of Identify am Start. So. Da oben geht's weiter. So, Level 6, super. 8 bis 12 machen wir jetzt an Schaden mit der Waffe. Jo, war es das jetzt schon? Da hinten sieht es noch so aus, als gäbe es da irgendwas. Ach ja, am Start. Startpunkt direkt her. Aber wir können eigentlich die Dark Passage einfach mal versuchen. Jetzt mehr Level 6, ich denke. Das könnte eventuell schon reichen. Aber ein Schild wäre schon gut. Also, verstehe ich auch einfach nicht. Irgendwo muss doch ein Schild liegen. Jetzt eben haben wir die ganze Zeit irgendwelchen Schrott gefunden. So, a Dark Passage. Das Schlimmste an den Leveln ist eigentlich, dass man nicht alles sieht, weil die Wände im Weg sind. Scroll of Inferno, okay. Keine Ziegenmänner. Ich dachte, hier wären Ziegenmänner. Hier sind nur die komischen Carver. Die sind auch mal wieder nicht sonderlich zielgerichtet unterwegs. Aber das ist vermutlich auch gut, wenn die alle auf mich einstürmen würden, sähe es wahrscheinlich nicht so easy aus. Ja, um das Wasser wieder sauber zu kriegen, müssen wir ja hier alle töten in dem Dungeon. Und sobald wir den letzten Gegner umgehauen haben. Da vorne gibt es noch einen, das ist ein bisschen blöd. Ah, doch, ein Ziegenmann. Da ist einer.
Lightning. Mhm. Also was für ein Schrott hier rumliegt. Das ist echt... Geht auf keine Kuhhaut. Also auch nicht auf eine Ziegenhaut. Da ist noch einer von denen. Okay. So, da vorne habe ich auch noch einen vergessen. Also da lief auf jeden Fall auch noch jemand rum. Kann also sein, dass wir gleich nochmal... Nee, das hier scheint der Hauptdungeon zu sein. Dann machen wir eben hier den Seitenweg da noch leer. Da waren wir noch nicht fertig. Da. Too much baggage. Small Axe. So, 2 bis 10. Ach, ich habe ja keine. Ich habe ja nichts zum Identifizieren. Brauchen wir also gar nicht erst. Und du schon wieder. So. Firewall, was gibt's hier alles für Scrolls? Ich will überhaupt keine Scrolls haben. Da lag doch irgendwo was. Da. 16 Gold, immerhin. Ja, das ist schon eine Verbesserung, die es da bei Diablo, ab Diablo 2 gab. Dass man sich die Sachen auf dem Boden anzeigen lassen konnte. Hier liegt schon eine Menge Gold noch rum, das ich irgendwie wegen der Wände nicht sehen kann. So, da sieht man das verdreckte Wasser. Oh, das ist nicht gut hier. Da muss ich weg. Bogenschützen sind nicht so doll. Vor allen Dingen, wenn man so eine schlechte Rüstung hat wie ich. Oh. Zu dem muss ich schnell hin. Oh, wieso? Die Rüstung ist auch kaputt. Aber das müsste der letzte Gegner sein hier. Zack. Nu ist gut. Jetzt bleib doch mal stehen. Tada. Ohne neue Leather Armor. Super. Zack, das kann weg. Das ist auch Schrott. So, na, aber jetzt verschwende ich mein Town Portal auch nicht. Jetzt gehe ich zu Fuß. Poisoned Water Supply ist nicht mehr poisoned. Hat sich jetzt erledigt. Hm, schön am Laufen hier. So, wo ist der Eingang gewesen? Da. Bogen. Da gibt es jetzt auch noch irgendwie, können wir eigentlich noch eben leer machen. Was sagt mein... Noch 2000. Säppel. Cape brauchen wir nicht. Wir wollen richtige Sachen finden. Du? Nein. Ah, da ist noch ein Unique Enemy. Sehr schön. Shadowbite. Das war's schon. Ach, nur ein Buch dabei, ja, zum Mist, ey. Ich will nichts lesen hier jetzt. Na, kommt doch mal jetzt. Hier mal der Reihe nach. Oh, jetzt ging es ja doch flott mit dem Level Up. Okay, also Gold, Gold, Buch. Gold.
Diese blöden Fallen, ehrlich. Level up. So, da ist nochmal eine Tür. Ha! Da steckt jetzt ein Pfeil in der Tür. Ja, nee, ich wollte sagen, es klärt, aber ist noch gar nicht. Hier gibt es noch mal einen Gang darüber. Da müssen wir noch mal hin. Gucken, ob da noch irgendwas, aber da dürfte nicht mehr viel sein. Nee. Na, immerhin. Der eine, der hätte jetzt ja noch was Wichtiges haben können. So, jetzt gehen wir einmal hier hoch und dann gehen wir direkt, das ist ja immer beieinander, hier gehen wir direkt noch mal hoch. So, was haben wir denn? Wir haben einen Stab und wir haben ein Buch. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall auch bei der Hexe vorbeizuschauen mal wieder. Sense a soul in search of answers. So, Full Mana, Book of Fireballs, Scroll of Lightning, Scroll of Healing, Inferno, 25 bringt das nur. Das ist echt unverschämt eigentlich. Firewall, Death Staff bringt noch weniger, das ist ja unglaublich. So, jetzt gucken wir mal eben, was kostet der denn nochmal, gibt's überhaupt? Town Portal. Town Portal 200. Nehmen wir uns mal noch ein zweites mit. Kann man immer gut gebrauchen. So, was haben wir hier? Auch Town Portal. Was habe ich denn jetzt? Ach, noch einmal Healing behalten. Hätte ich auch verkaufen können. So, jetzt müssen wir beim Kane vorbei und gucken, dass er uns mal den Cleaver identifiziert. Dann vielleicht können wir den dann benutzen. Ich glaube, der hatte einen recht hohen Maximalschaden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bin mir aber gar nicht mehr sicher, was der sonst alles so hat. So, jetzt, ach nee, jetzt können wir erstmal, hier können wir, glaube ich, einen Ring. Können wir erstmal eine Belohnung vom Pepin. What's that you say? Bing. The mere presence of the demons has caused the water to become tainted? Oh, truly a great evil lurks beneath our town. But your perseverance and courage gives us hope. Please, take this ring. Perhaps it will aid you in the destruction of such vile creatures. Danke, Junge. Ich hätte außerdem gerne noch ein paar Tränke. Ja, sehr schön, danke schön. So, jetzt gucken wir uns erstmal eben den Ring an. Ne, der muss ja auch identifiziert. Ach, ist ja alles. Dass der uns dann den nicht erklärt, den Ring. Das ist ja auch eine Sauerei eigentlich. So, eine Axt. So, Butcher's Cleaver. No required attributes. Ah, deshalb. So richtig viel kann der nicht, ne? Und der ist indestructible. Und was kann der sonst so? 10 Hitpoints und Resist All. Das ist das schon mal gut. Und ein Damage weniger. Ist auch gut. So, was haben wir hier? Unusual Item Damage, ja. Altered Durability. Ah, der hat nur 10 Durability. Das ist das Problem gewesen. Hm. Ich meine, damit haben wir dann 7 bis 27 Damage. Das ist natürlich schon eine Ansage. Aber ich glaube, hier, dann nehmen wir unseren Falcon trotzdem mit weiterhin. Wow, what can I do for you? Und wir repairen mal einfach alles hier ein bisschen. Zack. Und hier gibt es doch jetzt mal irgendwas für auf den Kopf. Nee, nix für auf den Kopf. Es ist wirklich. Es ist ja echt zum Mäusemelken hier. Immer noch nicht. Naja. So, ja, mir reicht's eigentlich für heute. Ich glaube, ich höre mich hier mal auf.
Wir speichern mal einfach das Spiel. War schön, dass ihr dabei wart. Also es war ja keiner dabei, aber es guckt sich vielleicht noch jemand hinterher an. Und vielleicht ist beim nächsten Mal auch mal jemand dabei. Das waren die ersten zwei Level in der neuen Partie hier Diablo 1. Vanilla ohne Helfer haben wir gespielt. Und haben ja auch direkt die klassischen ersten beiden Quests erledigt. Poisoned Water Supply und den Butcher. Ja, bleibt gesund. Bis dann, ne?